Hallöchen und ein schnurzliches Willkommen zurück zu Mass Effect 2 in der Legendary Edition. Und ich bin gerade so ein bisschen geflasht, weil wir gerade eine Nachricht von unserer Rachni-Königin gekriegt haben, die wir im ersten Teil gerettet haben. Vor allem, da ich vor ein oder zwei Aufnahmesessions schon mich gefragt habe, was aus ihr geworden ist und ob wir vielleicht irgendwie irgendwann noch mal was von ihr hören, ob sie uns vielleicht zu Hilfe eilt oder ähnliches. Ich freue mich gerade total. Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet, dass man tatsächlich mal eine Rückmeldung bekommt. Das ist ja mal voll cool. Wie haben Sie die Rachni gefunden? Ich arbeitete als Kurier. Piraten haben mein Schiff überfallen und mich auf einer unerforschten Welt ausgesetzt. Ich war schwer verletzt, allein und dem Tode nah. So haben sie mich gefunden. Sie haben mich gerettet. Das ist ja mal voll geil. Sie haben diese Welt ja offensichtlich wieder verlassen. Haben die Rachni Ihnen ein Schiff gegeben? Nein. Zahllose Arbeiterinnen haben mein Schiff repariert. Es läuft jetzt besser als vorher. Irgendwie erinnern sie mich an die Keeper auf der Citadel. Alle arbeiten zusammen. Und jeder hat eine Aufgabe. Ja, wie halt, wie so ein Bienenstock halt, ne? Aber da sieht man doch, das ist so das beste Beispiel, dass die Rachni im Grunde nicht bösartig sind. Es kommt natürlich, wie bei allen anderen Spezies, halt auch drauf an, wie man ihnen gegenübertritt. Ja, hätte ich jetzt im ersten Teil die Königin getötet, wäre sie jetzt wahrscheinlich nicht hier. Oder sie wäre hier und würde mir vielleicht, anstatt zu sagen, ja, die Königin hat gesagt, ich soll ihnen eine Nachricht bringen, die dann so überraschend positiv ausfällt, erklären sie mir vielleicht den Krieg oder so, weil ich die Königin getötet habe und keine Ahnung, weißt du? Aber das ist... Oh, ich freue mich total. Was wurde aus den Piraten, die sie angegriffen haben? Sie wurden vernichtet. Ja. Wie sie es verdient hatten. Die Rachni sind nicht aggressiv, aber sie tun, was sie tun müssen. Sie sagten, die Königin hätte ihrem Leben einen Sinn gegeben. Was meinen Sie damit? Die Königin hat während meiner Heilung ihr Lied mit mir geteilt. Ich habe die Rachni so gesehen, wie es nur eine Asari kann. Sie sind wunderschön und sehr verletzlich. Sie brauchten jemanden, der Dinge für sie kauft, die sie nicht selbst herstellen können. Jemanden, der Teil des Systems ist. Einen Agenten, wenn Sie so wollen. Ich helfe Ihnen gerne. Mein Leben als Kurier war leer und oberflächlich. Jetzt helfe ich einer großen Spezies beim Wiederaufbau. Ja, das klingt so, als wären die Rachni wieder erwarten, doch nicht einfach nur irgendwelche gehirnlosen Insekten, die halt ein Schwarmdenken teilen. War es wirklich so einfach, ihr altes Leben hinter sich zu lassen? Sie haben Bedenken, dass die Königin mich kontrolliert. Ich verstehe das, aber so funktioniert es nicht. Unsere Gedanken waren in perfektem Einklang. Ich sah ihren wunderschönen Geist und ihre Not. Ich wusste, was ich zu tun hatte. Wenn Suggestion dabei eine Rolle gespielt hat, dann war es ein Nebeneffekt ihrer Bemühungen, mein Leben zu retten. Ich bin glücklich. Können Sie mir sagen, wo die Rachni sind? Leider nein. Ich verfüge selbst nicht mehr über diese Information. Schade. Nach dem Treffen mit der Königin wurde diese Information entfernt. Es tat nicht weh. Und jetzt erinnere ich mich einfach nicht mehr daran. Es wird mir wieder einfallen, wenn es erforderlich ist. Und Ihre Vorsicht ist ja auch verständlich. Die Galaxie ist noch nicht bereit für die Rückkehr der Rachni. Das sind scheinbar auch eine hochintelligente Spezies. Ich habe verstanden, dass sie dankbar ist. Aber was bedeutet der Rest der Nachricht? Dass der erste Rachni-Krieg ein Fehler war. Etwas brachte die Stimmen ihres Volkes zum Verklingen. In der Psychologie der Rachni bedeutet das wohl so etwas wie Gedankenkontrolle. Es lässt sich nicht wirklich übersetzen.
Jedenfalls glaubt sie, dass sie diejenigen bekämpfen, die das getan haben. Und verspricht ihnen Hilfe. Ja, nur zu. Ich bitte darum. Sie glaubt, dass die Reaper den Rachni-Krieg ausgelöst haben? Ich bin nicht sicher. Aber sie war überzeugt, dass ihre Vorfahren gegen ihren Willen zu dem Krieg gezwungen wurden. Ihr Volk ist von Natur aus nicht aggressiv. Wenn es in den Krieg gezogen ist, dann nicht aus freien Stücken. Ja, ne, wir kennen das alles ja von Saren. Da wurde ja auch kontrolliert. Und im zweiten Teil hier, ne, mit den Proteanern und so, ne, und mit den Kollektoren, die werden ja scheinbar auch alle von den Reapern kontrolliert. Und ja, ne, also ist nichts Ungewöhnliches tatsächlich. Aber ich habe mir das schon von Anfang an eigentlich schon gedacht, dass das nicht von Grund auf so hoch aggressiv sein kann. Deswegen habe ich die ja damals auch freigelassen. Weil ich bin der festen Überzeugung, dass im Grunde alle Spezies nicht unbedingt bösartig sind, sondern eventuell vielleicht sich dahin entwickeln, je nachdem, wie man ihnen halt gegenübertritt. Weil nehmen wir zum Beispiel Hunde. Hunde sind auch nicht von Natur aus bissig und gehen auf alles los, was da ist. Aber wenn ein Hund halt einen falschen Halter hat und den Hund falsch behandelt, dann kann das natürlich gut sein, dass der hochaggressiv wird. Bei Pferden ist das übrigens genauso. Im Grunde eigentlich bei jedem Tier. Ein Pferd zum Beispiel würde dich auch nicht einfach so aus Juxendollerei umrennen oder angreifen, beißen, treten, was auch immer. Es sei denn, du machst halt einen Fehler, dass du irgendwo falsch stehst, das Tier erschreckst oder du schlägst es, behandelst es falsch etc. Klar, dann wehren die sich natürlich irgendwann und so ist es mit den Rachni natürlich auch. Und dadurch, dass die halt auch so hochintelligent sind und halt wirklich nachdenken können und wirklich, sag ich mal, einen Agenten losschicken, um Sachen einzukaufen, die sie nicht herstellen können, beziehungsweise uns eine Nachricht überbringen, das sagt doch schon alles. Deswegen, die Rachni sind kein Volk, das einfach nur so gehirnlose Insekten darstellen, die ihr Revier verteidigen oder einfach aus Freude Menschen umbringen oder ganze Völker auslöschen wollen. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir tatsächlich mal eine Rückmeldung kriegen. Und ich hoffe, da kommt noch mehr. Ich würde die Königin gerne wiedersehen. Danke für diese Information. Es freut mich, dass es meiner Freundin auf Noveria gut geht. Leben Sie wohl, Commander Shepard. Sie werden mich nicht wiedersehen. Okay. Ja, tschüss, ne? Aber danke für die Nachricht. Das hat mich echt riesig gefreut. Kenne ich die nicht auch noch? Parasini? War die nicht auch auf Noveria? War das nicht diese Sicherheitsdingensbummens, die uns dann irgendwie gefragt, die uns damals gefragt hat, was denn das für ein Krach war in diesen Bürogebäuden, wo wir uns da gestanden sind? Oh, ich weiß nicht, was sie meinen. Hat da noch irgendwie so Blutflecken an sich und die Knarre dampft noch, weil sie gebraucht wurde. War das nicht die? Die, wo dann diesen Boss verhaftet hat oder irgendwas? War das nicht die? Heilige Scheiße. Shepard? Ich dachte, sie wären tot. Ja, siehst du mal, ne? Shepard? Überall hieß es, sie wären tot. Was ist passiert? Nein, halt. Ist vermutlich geheim. Vergessen Sie meine Frage. Sie müssten mich sowieso anlügen. Es ist ein paar Jahre her. Ich bin Gianna Parasini, interne Ermittlerin genau. Noveria. Sie haben mir geholfen, Administrator Anolais festzumachen. Ja, genau, der Anolais war das, genau. Der, wo dann so rumgeflucht hat, weil er abgeführt wurde. Ja, ich erinnere mich. Ich habe Ihnen gerne geholfen. Was ist aus Administrator Anolais geworden? Er hat den einzigen Fehler begangen, den Noveria nicht toleriert. Er wurde erwischt, als er sich ihr Geld eingesteckt hat. Er sitzt jetzt ein paar Jahre in einem Knast für Wirtschaftskriminelle. Viel wichtiger ist aber, dass er in der Branche nie wieder einen Job bekommt. Setzen Sie sich. Wenn ich mich recht erinnere, schulde ich Ihnen ein Bier. Interessant, wenn man so trifft. Was führt Sie nach Ilium? Ich meine, worüber Sie auch reden können. Im Übrigen, wo die Asari vorhin gesagt hat, ja, sie haben auch eine alte Freundin auf Noveria, wo ich eine Nachricht habe. Ich dachte erst, das wäre von ihr.
weil sie war so die einzige, an die ich mich noch so halb erinnern konnte, gerade wegen das mit dem Bürogebäude, wo sie so, verarschen Sie mich doch nicht, ich weiß doch, dass sie was getan haben. So, nö, ich habe wirklich keine Ahnung, wovon sie es gerade haben. Und dann deswegen dachte ich, die Nachricht kam vielleicht von ihr, aber dass man sie jetzt hier auch noch trifft, da habe ich auch nicht mit gerechnet. Haben Sie schon mal von den Kollektoren gehört? Sie greifen Kolonien der Menschen an. Ich werde sie aufhalten. Oh Mann, Shepard. Bei mir heißt ein harter Job nur, dass es mehr Papierkram gibt. Hey, hören Sie, mir ist gerade was eingefallen. Ich muss gehen. Wir reden Na, später weiter. Na, was ist los, Mädel? Vergessen Sie nicht, Ihr Bier auszutrinken. Wir untersuchen. Shepard musste weg. Ziel hat mich gesehen. Oh, durfte Tarnung nicht aufgeben. Asari-Händlerin schmuggelt Pläne von Noveria. Können Sie sie dazu überreden, Ihnen was Besonderes zu zeigen? Oh, das Bier war eine Nachricht. Das Ziel hat mich gesehen. Oh, das ist natürlich nicht so geil, wenn man jemanden heimlich beobachtet, ne? Durfte Tarnung, Asari-Händlerin schmuggelt Pläne von Noveria. Können Sie sie dazu überreden, was Besonderes? Oh nein! Oh nein, ich habe so eine ganz böse Vorahnung. Oh nein, bitte, bitte nicht schon wieder so ein Gespräch, wo ich irgendwie 5 oder 6 verschiedene positive oder vorbildliche Antworten geben muss und die erst immer am Arsch der Welt irgendwann freigeschaltet werden. Ne? Erinnert ihr euch noch an meinen Nemesis aus dem ersten Teil? Da war ja auch von Noveria. Oh mein Gott, oh bitte nicht, ey. Nicht schon wieder. Die Asari-Händlerin. Ich schätze mal da hinten, ne? Ja. Willkommen. Sie sehen aus wie jemand, der nur Ausrüstung von höchster Qualität gebrauchen kann. Ja. Sehen Sie sich ruhig um. In meinem Geschäft gibt es die beste Tech- und Biotik-Ausrüstung auf ganz Ilium. Ich will viel ausgeben. Was für Waren führen Sie? Die aktuellsten Biotic-Upgrades und Universalwerkzeugmodifikationen. Mhm. Alles höchste Qualität. Manchmal kriege ich auch besondere Ware rein. Aber ich kann natürlich nichts versprechen. Das Zeug könnte nichts taugen. Also dafür, dass wir hier kaum negative Punkte gekriegt haben, ne? Also ich vermute mal ganz stark, da kommen noch mehr von diesen Dingern. Ist alles hier so teuer? Ich wollte hier eigentlich jede Menge Credits ausgeben. Wirklich? Ich statte ein Team für eine gefährliche Mission aus. Ich brauche das Beste und bin auch bereit dafür zu zahlen, wenn Sie mir ein wenig entgegenkommen. Nun, ich könnte Ihnen am Kiosk einen Vorzugspreis einräumen. So, ein kleiner Rabatt. Und wenn besondere Waren reinkommen, können Sie einen Blick drauf werfen. Besondere? Von welchen besonderen Waren sprechen wir? Ach, Sie wissen schon. Baupläne, Entwürfe, nichts Illegales, aber ich habe nicht für alles davon eine Verkaufslizenz. Oho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 . Haben Sie sonst noch was? Irgendwas, das in Ihrer normalen Verkaufsliste nicht aufgeführt ist? Nun, da wäre noch eine Sache. Sehr fortschrittlicher Entwurf. Offiziell noch gar nicht erhältlich. Das liegt daran, dass er auf Noveria noch in der Entwicklungsphase ist. Der Export ist illegal. Hallo Hermia. Parassini, das war eine Falle. Aber hier ist nicht Noveria. Sie haben nicht das Recht, mich zu verhaften. Mir ist egal, Parassini. Ob Sie einsitzen oder nicht. Ich habe genug Beweise, um Ihren Laden mit Bußgeldern endgültig zu zerschlagen. Erstmal voll ins Gesicht spucken beim Namen, also Parassini. Sind Sie überhaupt ermächtigt, den Plan zu beschlagnahmen, den Sie verkaufen will? Nicht nötig. Hermia stand unter Verdacht. Und wir haben ihr fehlerhaftes Material geliefert. Das Ding würde lediglich direkt unter ihrer Nase explodieren. Ich muss weg. Ich muss mit meinem Anwalt sprechen. Machen Sie schnell, Hermia. Wenn die Zahlungsbefehle reinflattern, können Sie ihn sich nicht mehr leisten. Ja. Das hat gut getan. Ich muss ein bisschen Papierkram erledigen. Kommen Sie doch an meinen Tisch, wenn Sie ein paar Minuten Zeit haben. Und wieder einmal haben wir ihr aus der Scheiße geholfen. Herr
Samia wird in Kürze eine sehr arme Frau sein. Danke für die Hilfe, Shepard. Gern geschehen. Asari fertig zu machen ist klasse. Er ist so alterslos und überlegen, aber wenn man sie am Haken hat, kreischen sie wie Schulmädchen. Es muss schön sein, eine Arbeit zu haben, die einem wirklich Spaß macht. Ich wollte Bulle werden. Oder zur C-Sicherheit. Aber meine Familie musste Rechnungen bezahlen. Ich brauchte einfach ein Gehalt, wie es nur ein großes Unternehmen bezahlt. Außerdem sieht man in diesem Job keine Sachen, die einen um den Schlaf bringen. Wirtschaftskriminalität ist nett und sauber. Mann, dieses Mal musste ich wenigstens keine hohen Absätze und kein Kleid tragen. Ja, da hast du schon recht, ne? In der Sparte, da hat man wenigstens keine Albträume von irgendwelchen ermordeten Leuten oder irgendwas, ne? Klar. Wie sind Sie eigentlich auf Noveria gelandet? Stipendiatenprogramm und konkurrenzorientiertes Praktikum. In den Wissenschaftsfächern war ich immer nur Durchschnitt. Aber im Ergründen von Geheimnissen war ich immer spitze. Wenn man in Armut aufwächst, aber von reichen Kindern umgeben ist, lernt man sich zu verstellen. Für die Arbeit undercover ist das sehr hilfreich. Ja. Was haben Sie jetzt vor? Recherche. Wir hatten in letzter Zeit ein paar Hackerangriffe. Und ich will sicherstellen, dass sie extern waren. Viele interessieren sich plötzlich für dunkle Energie. Meine Bosse wollen wissen, ob man sich deshalb Sorgen machen muss. Damit werde ich die Zeit bis zu meinem nächsten Undercover-Einsatz überbrücken. Es muss hart sein, so oft Undercover-Einsätze zu haben. Halb so schlimm. Man lernt neue Orte kennen, ist ständig jemand anders. Komisch ist es bloß, wenn man nach Hause kommt, mit jemandem reden will und nicht mehr weiß, wie man reagieren soll. Als wäre es eine weitere Tarnidentität. Verstehen Sie? Ja, ich kann verstehen, wenn man ständig irgendjemand anders da sein muss und immer wieder, irgendwann fühlt es sich so an, als wäre das Original von einem selbst auch nur irgendwie so eine Tarnidentität. Ja, ich kann es schon nachvollziehen. Tief im Inneren macht es Ihnen Spaß, anderen etwas vorzumachen. Deshalb sind Sie auch so gut darin. Das stimmt wohl. Ich bin als armes Arbeiterkind aufgewachsen. Jetzt bewege ich mich unter den Reichen und Mächtigen, mache Notizen und beschaffe Beweise. Und keiner von denen sieht mich kommen. Da hat sie halt richtig... Hatten wir das schon? Es muss hart sein, so oft Undercover-Einsätze zu haben. Halb so schlimm. Man lernt okay, das kennen wir schon. Komisch ist es bloß, wenn man nach Hause kommt, mit jemandem reden will und nicht mehr weiß, wie man reagieren soll. Als wäre es eine weitere Tarnidentität. Verstehen Sie? Es war mir ein Vergnügen, Gianna. Mir auch, Shepard. Man sieht sich. Jo! Ach, was soll's. Viel besser als ein Autogramm. Passen Sie auf sich auf, Shepard. Mach ich. Du auch. Auf dich. Ach, schön. Ich mag das tatsächlich, wenn man dann so im zweiten oder dann später im dritten Teil wahrscheinlich auch dann so alte Leute von dem Vorteil irgendwie trifft und dann damit konfrontiert wird, was man dann getan hat oder was man gut gemacht hat, was man nicht so gut gemacht hat und dann so kleine Geschichten so rückwirkend und so. Ich mag das tatsächlich. Ich mag das richtig gerne. Ceres-Technologie. Ich brauche minimale Hitzeentwicklung und Geschwindigkeit. Meine Leistungsanforderungen sind extrem hoch. Ich habe nicht genug Geld für alles. Erhöht Kopfschussschaden, erhöht Waffenschaden. Schulterstücke. Armhülle. Oh, Alter. What? 75.000. Plus 50% biotischer Schaden. Das brauchen wir natürlich. Das brauchen wir auf jeden Fall. Was ist ein Umgehungsmodul? Universalwerkzeug. Verdoppelt das Zeitlimit für einen Umgehungsversuch. Für einen Umgehungsversuch? Verlässlichkeit ausschließlich auf Software basierender Sicherheit hat dazu geführt, dass elektronische Schlösser immer beliebter werden, sowohl mit physikalischen als auch mit elektronischen Schlüsseln.
Als unhackbar beworben, finden sie reißenden Absatz. Aber die Hersteller von Universalwerkzeugen haben bereits reagiert und stattdessen mit einer Universalschlüsselfunktion. Benötigt man zwar ein gewisses Geschick, wie früher beim Knacken von Schlössern, aber durch die Softwareunterstützung gelingt es fähigen Agenten normalerweise, die meisten Schlösser innerhalb des Zeitlimits zu umgehen. Ein automatisches Ermöglichnis arbeiten an Schlössern ohne deren Verteidigungsmittel. Ach so, das ist für das Hacken. Verdoppelt das Zeitlimit für einen Umgehungsversuch. Ich verstehe. Weißt du, das, wo wir diese Paare finden müssen oder diese bestimmten Textausschnitte, die Zeit wird dann verdoppelt. Das gönnen wir uns auf jeden Fall. Das gönnen wir uns auf jeden Fall. Medigil-Kapazität, das kaufen wir auch. Oh, ich hätte vielleicht erstmal gucken sollen, ob das irgendwo anders der günstiger ist oder ob das überall so ist. Ich gehe mal gucken. Natürlich so. Geil. Der muss er auch sein. Ist das denn noch mehr? Jede Komponente meines Anzugs eine 100%ige Sicherheitsgarantie. Nee, das ist scheinbar das Einzige. Können Sie nach den Angriffen auf die Kolonien der Menschen Fertighäuser abstoßen? Machen doch in Kürze ein riesiges Geschäft. Nee, ich glaube, das ist das Einzige. Falls doch, naja, dann habe ich halt Pech. Haben Sie nichts Schickeres? Ist das eigentlich... Ich will etwas, das sagt... Erhöht Schilde, erhöht Kopfschussschaden. Mein Kopfschussschaden oder den, was ich Gegnern zufüge? Der Helm des Kestrel-Passungssystems verzichtet auf den üblichen durchsichtigen Visor und setzt stattdessen auf eine verstärkte Gesichtsplatte mit einem integrierten HUD. Das Display ist mit redundanten Mikrokameras verbunden, die eine naturalistische Darstellung ermöglichen und die Waffenziel-, Such- und Schildsoftware des Helms sorgt für eine spürbare Leistungsverbesserung. Komm, brauchen wir. Brauchen wir einfach. Tech-Schaden brauchen wir auch. Gruppen 40% Tech-Schaden. Standard-Universalwerkzeug werden mit einer großen neuralen Eingabetoleranz kalibriert. Damit Wesen aller Spezies sie zielführend nutzen können. Wenn man das Universalwerkzeug individuell auf die spezifischen neuralen Muster des Benutzers einstellt, erhöhen sich die Empfindlichkeit und Leistungsfähigkeit erheblich. Danach ist das Universalwerkzeug allerdings nur noch von diesem Benutzer bedienbar und muss zudem bei kleinsten neuralen Veränderungen immer wieder neu kalibriert werden. Was ist denn Tech-Schaden? Ist das, wenn ich zum Beispiel die Schilde zerfledder, dass die dann von dem Schild mehr kaputt machen? Weil Biotik-Schaden ist ja zum Beispiel das Wegschleudern, ne? Dass das mehr Schaden macht. Ist Tech-Schaden denn, wenn ich jetzt Schilde oder Barrieren oder Panzerung angreife? Könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Auf jeden Fall ist es nützlich. Ich brauche es. Erhöht Nahkampfschaden, erhöht Waffenschaden, erhöht Schildstärke. Ich kaufe einfach alles. Warum lese ich es überhaupt? Was haben wir hier? Schulterstücke. Schulterplatten enthalten Backup-Kondensatoren und Schild zur Schilderzeugung. Künstliche Muskelfasern auf der Basis von Spinnenseide verstärken die Schultern und ermöglichen Bewegungen mit mehr Krafteinsatz. Erhöht Schilde und Nahkampfschaden. Alter, wir werden halb imbar hier. Erhöht Waffenschaden, erhöht Schilde und Nahkampfschaden. Naja, was heißt Nahkampfschaden? Ich kann ja nicht mehr wie draufschlagen. Erhöht Munitionskapazität. Das ist natürlich das, was ich auf jeden Fall brauche. So, damit haben wir wieder alles gekauft. Oh Mann. Ich komme gar nicht mehr dazu, Geld anzusammeln. weil ich ständig... Oh, guck mal, der biotische Schaden ist maximiert. Weil ich einfach dauerhaft irgendwo irgendwelche Rüstung finde. Aber es lohnt sich. Definitiv. Was haben wir denn hier? Kann ich nicht lesen. Ja. Oh, was ist los, Mausi? Passen Sie bloß auf, wenn Sie da reingehen. Ein Mensch macht Ärger. Er verlangt, dass ich ihm den Laden überschreibe. Hm? Kann ich irgendetwas tun?
Nein, nein, so eine Scheiße funktioniert vielleicht auf Omega, aber wir sind hier auf Ilium. Ich installiere gerade Überwachungskameras. Wenn er oder sonst jemand Ärger macht, lasse ich ihre Ärsche einbuchten. Den Unruhestifter finden. Ein Junggesellenabschied, aha. Ich verstehe immer noch nicht, warum wir hier sind. Salarianer heiraten nicht. Meine Familie hat lediglich einen Fortpflanzungsvertrag ausgehandelt. Näher kommt die Jungs nie an eine Hochzeit ran. Und deswegen kriegen sie einen Junggesellenabschied. Ende der Diskussion. Auch nicht schlecht. Und dann sagt er, oh, schon in Ordnung. Unsere Aminosäuren sind völlig anders. Deshalb werden wir auch nicht krank oder so, wenn wir ungeschützt unterwegs sind. Ich sage dir, genau deshalb solltest du nicht mit Menschen ausgehen. Dann musste ich ihm den Austausch von Körperflüssigkeiten zwischen verschiedenen Spezies erklären. Die Stimmung war natürlich im Eimer. Zumal du eine Quarianerin bist. Wie konnte er nur so unsensibel sein? Manchmal sind die Gespräche so cool. Ich bin ein Mann am Rande des Abgrunds. Ich habe nichts zu verlieren. Warte mal. Ist das... Ich tue alles, um meinen Job zu erledigen. Ich schrecke vor nichts zurück und habe keine Zweifel. Ist das nicht unser Fan? Wollen Sie wissen, wie weit ich gehe? Oder haben wir den nicht schon mal irgendwo getroffen? Schlimmstenfalls? Hey, falls Sie diesen Idioten kennen, bremsen Sie ihn mal, bevor ich ihm den Arsch mit einer Singularität versohle. Shepard? Sind Sie es wirklich? Ich bin's, Conrad Ferner. Wir haben uns auf der Citadel kennengelernt. Ah, okay. Ich wollte Inspektor werden. Ja, irgendwie sowas in der Art. Und dann haben Sie mir eine Waffe unter die Nase gelegt. Sie haben mir gezeigt, was es heißt, bis an die Grenzen zu gehen. Ich werde diese Lektion beherzigen. Sie sind also am Leben, was? Ja, so läuft das in dem Geschäft. Ich schlage vor, Sie lehnen sich zurück und sehen einem Profi bei der Arbeit zu. Ich muss nämlich jetzt in ein paar Ärsche treten. Was? Er will Fuß schießen? What the fuck? Was ist los mit dem? Warum eifern Sie mir nach? Was? Sind Sie verrückt? Ich eifere Ihnen überhaupt nicht nach. Ich bin kein Spekter, der für den Rat arbeitet. Ich bin ein einsamer Wolf. Gestützt allein von wachem Geist und starken Nerven. Ja. Keine Regeln, keine Gesetze. Für mich zählt nur, was zum Erfolg führt. Ich eifere Ihnen überhaupt nicht nach. Das geht nur so lange gut, bis ich wieder da bin. Das ist das, was ich tatsächlich meine, wenn man die Leute aus den vorhergegangenen Teilen einfach sieht und dann so sieht, wie die sich entwickelt haben. Und das ist so geil. Conrad, haben Sie eigentlich irgendeine Kampfausbildung? Nö. Ich rette die Galaxie, Shepard. Da bleibt für sowas keine Zeit. Verstehen Sie es denn nicht? Aber nicht Sie waren gut. Sehr unfreundlich, aber Sie haben die Galaxie gerettet und den anderen Spezies gezeigt, dass Menschen wichtig sind. Dann sind Sie gestorben. Die Galaxie braucht jemanden wie Sie, Shepard. Wir alle tun das. Ich musste etwas unternehmen. Ja, aber doch nicht ohne Kampfausbildung, Junge. Das ist nicht gut. Wie sind Sie an die Panzerung gekommen? Oh, mit dem nötigen Kleingeld kann man heutzutage ziemlich überzeugende Replikate kaufen. Oh mein Gott. Die Ausstattung war ganz schön teuer. Aber meine Frau hat mich voll unterstützt. Sie hat sogar mein Shuttle-Ticket hierher bezahlt. Oh Gott. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, weißt du, die Panzerung ist nur eine Attrappe. Er hat keine Kampfausbildung, hat er eigentlich auch nur annähernd eine Idee, wie gefährlich der lebt. Und jetzt durchwandern Sie die Galaxie und bekämpfen das Unrecht? Hey, bitte nicht in diesem Ton. Ich rede mit den Leuten und frage sie, ob sie große Probleme haben, die nur ich lösen kann. Die nur ich. Sie wären überrascht, wie viele nur darauf warten, mal mit jemandem reden zu können. Manchmal durchstöbere ich auch Kisten. Sie wissen schon, für ein paar Extra-Credits. Oh Junge, was machst du da? Ach, jedes anständige Sicherheitssystem erkennt, dass Sie nicht beim Militär sind. Und in meiner Truppe schon gar nicht. Ich sage einfach, dass ich total undercover arbeite und deswegen nicht von den Systemen erkannt werde. Ich tue eben, was ich kann, okay? Oh Junge. Sie waren ein Held. Sie haben die Galaxie gerettet und allen gezeigt, wozu Menschen in der Lage sind. Und dann sind sie gestorben. Und dann sind sie gestorben. Ja. Die Galaxie braucht jemanden wie Sie, Shepard. Wir alle tun das. Ich musste etwas unternehmen. Junge, das ist nicht gut, was du hier machst. Warum haben Sie versucht, die Urkunde hierher zu bringen? Dieser Laden ist nur Tarnung für einen Handel mit rotem Sand. Ich muss sie mitnehmen, um den Drogenring zu zerschlagen. Oh. Was?
Wer zum Teufel sagt denn sowas? Die Besitzerin des Waffengeschäfts beim Carport. Sie ist ein Undercover-Cop. Sie hat mir davon erzählt, als ich mich ihr vorgestellt habe. Hören Sie zu, Erbsenhirn. Erstens verkaufen wir keinen roten Sand. Und zweitens ist roter Sand auf Ilium legal. Man braucht lediglich eine Lizenz. Ich rede mal mit dieser Undercover-Politesse und finde raus, was ihr vorgeht. Oh mein Gott, ey. Danke. Wenn ich nervige Gäste umlege, geht immer was zu Bruch und es wird mir dann vom Lohn abgezogen. Oh, sagen Sie Bescheid, wenn Sie Hilfe brauchen, Shepard. Manche Leute, ne? Das ist echt unglaublich. Danke, dass Sie sich um diesen Irren gekümmert haben. Sonst hätte ich ihn mit seiner eigenen Wirbelsäule erschlagen müssen und das macht die anderen Gäste immer ein wenig nervös. Wie auch immer, das hier ist das Eternity und ich bin Athita, Asari-Matriarchin und Barfrau. Das darf sein. Aber ich glaube, ich erinnere mich an ihn. War das nicht der, wobei bei diesen Fahrzeugen gestanden hat? Ich glaube, mich zu erinnern, dass ich mal sehr, sehr lange nach ihm gesucht habe und ihn nicht mehr gefunden habe oder so. Sie sind eine Asari-Matriarchin? Ich dachte, Matriarchinnen wären als angesehene Beraterinnen tätig. Stimmt. Und genau das mache ich auch hier in der Bar. Ich weiß, da erwartet man was anderes. Aber auf Tessia wollte niemand auf meinen Rat hören und deshalb bin ich jetzt hier. Mein Vater war ein Kroganer, der in den Rachni-Kriegen gekämpft hat. Und meine Mutter war bei den kroganischen Rebellionen dabei. Ich habe so ziemlich alles gesehen. Da hat sich eine Asari mit einem Kroganer verbunden? Weil das wurde ja, das hat uns Liara ja gesagt hier im ersten Teil, dass Asari ja in der Hinsicht nicht direkt so körperliche Intimität pflegen, sondern dass das alles so ein bisschen geistig stattfindet. Es zwar auch möglich ist, sich mit einer Asari zu verbinden, aber das irgendwie so nicht gerne gesehen ist und dann lieber auf andere Spezies als Partner genommen wird. Na, war das ein Kroganer bei ihrer Mutter? Interessant. Interessant. Ihre Mutter hat in den kroganischen Rebellionen gekämpft? Ich weiß nicht, ob sie wirklich gekämpft hat. Sie war Speerin, Scharfschützin und hat ein paar Raumstationen in die Luft gejagt. Spezialeinheit und so, Sie wissen schon. Für besondere Abende mit meinem Vater hat sie ihre alte Lederuniform angezogen. Bei der Göttin war das peinlich. Die alte Lederuniform. Wer kennt sie nicht?